Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Glazed Nuzlocke Challenge. Ja, das ist unser Team für heute und ja, nichts hat sich geändert seit dem letzten Mal und wir sind good to go. Wir sind jetzt hier in Cyanwood City, haben Silver gefunden, der anscheinend Arena-Leiter ist. Und ich schätze mal, wir müssen hier lang. Das heißt, es wird wieder neue Encounter geben hier. Denn es... Ja, da wird's... Hier wird's neue Encounter geben. So, was haben wir hier? Haben wir noch einen Rock Climber? Kann ich schnell mit einem Rock Climb lernen lassen? Der dann sofort wieder was anderes lernen kann. Also Nidoking wird sicher dann wieder was anderes lernen können. Allein weil wir Erdbeben sowieso haben. Als Thema. Deswegen gehe ich mal hier hoch und finde ein... Ja, das ist auch nicht schlecht. Ein Sonderbonbon. So, dann gucke ich mal, ob es hier noch irgendwo was gibt. Oh, 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 oh. Erstmal nicht, okay. Und unser erster Encounter hier ist ein Golbat, aber das haben wir schon, okay. Ich gehe mal hier längs, was haben wir hier? Ich glaube, Mashok haben wir noch nicht. Bin mir nicht sicher. Haben wir irgendwas, was nicht viel Schaden macht? Ist die Frage, ne? Ich hätte Parkour Ruckzuckheber, aber ich weiß nicht, wie viel Damage das macht. Revenge. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Dann gehe ich wieder raus zu... Dann gehe ich mal zu Dance raus. Eben sicher nicht viel Schaden bekommt. Und dann fange ich mal an... Was haben wir hier? Hä? Oh, da, die sind einfach Fragezeichen. Okay. Okay. Dann meine Katze rennt jetzt hier vor mir rum. Das ist auch super. Ich nenne einen Ultraball. Ultraball, Dankeschön. Und Mashok wurde gefangen. Das ist eine gute Frage. Was nenne ich denn? Ich glaube einfach, weil weiblich Lassie. Weil es klingt irgendwie so muskulös von Haus aus. Keine Ahnung. Irgendwie. Okay, das ist jetzt ein Def reingerutscht. Das muss ich nachher fixen. Okay, das ist hier unten. Okay. Hier gibt's Kingle auch da, das hätte ich wohl lieber gehabt, das hätte ich echt lieber gehabt. Hearthstone, okay, ja. Warum auch immer. Warum auch nicht, meine ich natürlich, wie auch immer. So, Kingle hätte ich echt gern gehabt, aber naja. Was will man machen, ne? Okay. So, jetzt sind wir draußen hier. Gut. Hier kann ich schon wieder nichts tun. Es ist echt komisch zeitenweise, so. Hier kann ich auf meinen Rucksack zugreifen. Okay, da wollte ich das machen. Und dann habe ich noch ein Sonderbonbon irgendwo, ne? Da habe ich sogar zwei. Einmal Draco. Und einmal... Dance. Und passt gut. So. Irgendwo geht hier noch ein Handy, höre ich gerade. Aber das ist mir egal. So. Und wir hauen unseren Weg mal nach vorne. Route 47 sind wir dann nämlich. Und hier gibt es schon... Ja, das ist ein schlechtes Matchup. Da muss ich wohl zu der King wechseln, denn ich jetzt wieder Erdbeben beibringen muss. Erstmal. Okay. Onix sollte auch mit Eisstrahl gehen. Jawohl. Stalos, da braucht... Hätte ich jetzt Erdbeben gebraucht, aber ich glaube Milton hat eh Erdbeben, also Joghurt. Joghurt hat Erdbeben, das wird aber trotzdem ein 2-Hit-KO werden. Oder 3-Hit-KO sogar, meine Güte. Wow, das macht ganz schön viel Damage. So. Joghurt ist jetzt durch hier erstmal. Okay, da okay. So. Dann. Schau ich nochmal hier rein. Cliff Edge Cave, okay, das wird die gleiche, denn ich muss jetzt wieder mal heilen.
Und es funktioniert ja, wie man schon gesehen hat, nicht immer. Okay. Ja, was sagt der Typ eigentlich? The ladder to the beach and up ladder up where cliffs going to. Ja, okay. Aber erst muss ich wieder Nidoking, also Darking, erstmal wieder Erdbeben beibringen. Wenn es hier Erdkräfte geben würde, würde ich sofort auch beibringen, aber naja, was soll's, ne? Okay, Erdbeben. Dann schauen wir mal, was hier oben ist. Ah, hier geht's anscheinend weiter. Okay. Dann werde ich nochmal runtergehen und hier ist ein Jan Mega, da werden wir mal ein Feuerstürmchen raushauen, um das zu besiegen. Die XP bekomme ich auch, reicht bei weitem natürlich nicht für einen Level Up, aber naja. Cliff Edge Cave. Okay, schauen wir mal, was hier unten ist. Ich wette, wir brauchen wir wieder dann Rock Climb. Hier ist ein Jurob. Ich glaube, das ist unser erster Encounter hier außerhalb. Das heißt, ich fange jetzt mal auf Vorbehalt. Weil, so. Weil ich habe keine Ahnung. Und du bist natürlich, egal vom Geschlecht her jetzt, einfach für mich Robben. Yep, Robben. Warum Robben? Einfach so. Wegen dem Fußball. Ich finde es einfach so witzig, so. Okay. Dann haben wir hier unten irgendwas. Das wäre nämlich sehr fein. Okay, da brauchen wir Kaskade. Eher nicht. Eher nicht. Das kann ich dann nämlich nicht verlernen. Prinzipiell habe ich eigentlich schon Kaskade. Da kann ich ja wieder nicht nachgucken hier. Das ist ja toll. Okay. Na, hier ist erstmal nichts. Dann gehe ich wohl oder übel nochmal raus und gucke, ob ich nochmal anderswo irgendwo hier hingehen kann. Ja, kann ich zu dem Item zum Beispiel hier. Silberpuder, naja. Nicht das Größte, was ich jetzt finden habe können, aber es hat sich... Könnte ich einen Mega geben zum Beispiel. Habe ich einen Mega dabei? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Nee, habe ich nicht. Bin verwirrt. Naja, ich bringe schon wieder Sachen durcheinander. Auf jeden Fall, da ist der nächste Trainer und dann kämpfen wir gleich mal Lucario. Okay, das ist kein Problem. Flammenwurf, down, ciao. So, Machamp. Das ist natürlich schon wieder eine andere Liga, denn der braucht sicher mindestens einen Feuersturm. Ja, das geht sich sogar aus. Wow, okay. Gut, dann weiter geht's. Ganz ruhig gechillt hier. Lässig weiter. Und hier ist einer im Grünen, der sich versteckt hat. Karpilz, Flammenwurf, du bist eh fragil. Nochmal Karpilz, du bist eh fragil. Und Level 69 für Typhlosion, den wir noch immer nicht umbenannt haben. Interessant. Müssen wir auch noch machen. Und ich glaube, ich nenne den Vulkan auf jeden Fall mal. Weil das mache ich immer so. Okay. Weil Eruption und so. Okay, hier kann man surfen. I'm not only cute, but I'm strong too. Look. Okay. Es wird es überleben, oder? Doch nicht, okay. Aber das wird es überleben. Ja. Aber das dann hoffentlich nicht mehr. Bingo. Okay, Persian, das ist natürlich ein Snobilikat. Okay. Gut. So, Evergreen Town. Route 47. Okay, dann hat das eh gepasst. Da unten. Gut. Ich schau trotzdem mal, was hier oben ist dann. Ah, Safari-Zone. Okay. Aha, das ist ja mal interessant. Da werde ich natürlich auch mal in die Safari-Zone gehen und mir einen Encounter sichern. Okay, dann schauen wir mal. Oh! Oh! Da gibt es verschiedene Areas.
Okay, da können wir sau viele Pokémon fangen. Wow. Plains. Das ist ja cool, hä? Huh? Okay, dafür ist sie halt nur so groß, ne? Und unser erster Encounter hier ist eine Roserade, okay. Das ist echt cool. Ich gehe einmal näher ran und das ist weg. Das war mal der erste Encounter hier. Super. Go to another zone. Das ist cool. Dass man das so machen kann direkt. Okay, dann haben wir hier Meadows. Was haben wir hier als erstes? Pummeluff. Okay. Kann ich auch. Ball. Und Pummeluff wurde gefangen und ich nenne dich Superstar, weil du so gut singen kannst im Anime. Super. Star. So. Superstar des Pummeluff. Perfekt. Okay. Dann Zonenwechsel, bitte. Savanne. Okay. Die Musik ist hier flott. Sehr flott sogar. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Ich schätze mal, da wird es irgend sowas Tropisches geben. Tropius vielleicht. Oder Nidoran. Nidoran weiblich. Das ist auch cool. Können wir Nidoqueen später haben. Ich gehe mal immer einen Schritt näher und dann wirf ich einen Ball. Und das ist futsch. Verdammt. Naja, was willst du machen, Gamoki Katzi? Die gerade vor mir schon wieder steht. Okay, dann Savanna war das jetzt gerade, dann gehen wir mal zu Peak. Das ist ja auch sehr cool hier. Dann reden wir mal mit den Leuten hier. Hier wird es sicher sowas wie Kleinstein und Co. geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder Magnetilo. Magnetilo, das ist cool. Sehr gut, Magnetilo wurde gefangen. Und ich nenne dich Sparky einfach, weil ich cool bin. Keine Ahnung warum. Aber nach Seppi kommt jetzt Sparky. So. Und alle werden in die Todesbox geschoben, warum auch immer. Wahrscheinlich habe ich schon wieder verwechselt, die Box zu ändern. Go to another zone. Klar, Peak. Rocky Beach. Okay, das schaut auch cool aus. Hier gibt es auch Gras. Sollte ich ins Wasser oder ins Gras gehen? Ah komm, ich gehe mal ins Gras und diesen Fleckmon haben wir schon. Das heißt, ich gehe mal ins Wasser, just for the lols. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden können. Das ist ein Carpador, haben wir natürlich schon. Quapsel haben wir nicht. Okay, was haben wir hier? Keine Ahnung, warum ich das jetzt mache, aber wenn ich jetzt schon den englischen Namen denke, dann muss ich Swag denken und keine Ahnung. Sorry dafür, aber Swag ist der Name. So. Leave the park, go to another zone. Okay, das war jetzt Rocky Beaches. Jetzt gehen wir mal zu den Wetlands. Da gibt es sicher sowas wie Hydropi, Gastrodon und Felino, ja genau. Und Gastrodon wäre cool, wenn das hier geben würde. Ditto. Ditto ist sehr schwer zu fangen und es ist natürlich weggelaufen. Naja. Go to another zone. Wetland haben wir gerade abgeklappert. Dann gehen wir mal zum Forest. Käfer-Pokémon. Welches Käfer-Pokémon bekomme ich denn? Oder Pflanzen-Pokémon. Eben ein Knofenser. Okay. Wurde auch gefangen. Hatte ich nicht schon einen Utrigaria? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich nenne dich Flex, weil du einfach so flexibel bist. Yep. So. Alles in die Todesbox. Naja, was soll's. Go to another zone. Okay, dann müssen jetzt wir wieder so bla bla bla. Forest Snow dann bitte. Wow. Da haben wir schon ein Botogel. Was gibt's denn hier noch so? Außer Botogel. Wir hatten schon einen Schnäppchen, stimmt. Verdammt. Verdammt. Ich gehe einfach mal hier rein und was kommt hier raus? Ein Austos!
Das ist echt cool. Bitte flüh nicht. Ich möchte. Ich hätte echt gern Naustos gehabt. Schade. Schade. Hätte ich echt. Versteht ihr? Schade. Naustos wäre echt cool gewesen. Naja. Das hätte ich sogar sofort benutzt, wenn irgendwas down gegangen wäre. So, dann gehen wir mal zu Marshland und meine Katze mir auch im Hintergrund, um mich zu nerven. Hier gibt es wahrscheinlich Hydropie, sowas. Oder Smogons. Naja. Sirs. Rettern? Haben wir schon Rettern? Ich glaube nicht. Ball. Und Ball wurde gefangen und ich nenne dich. Ich glaube, wir haben Arbok, oder? Muss ich gleich in Pokédex nachschauen. Oder war das ein VP? Das wäre nämlich Komfort. Ich habe nämlich schon 3 Pokémon auf Jesse. Getauft, mehr oder weniger. Ich hatte den Arbok, ja. Okay, dann kann ich hier noch was kaufen. Fangen, meine ich. What the fuck. Fangen, natürlich. Und jetzt gucke ich gleich auch bei der Gelegenheit nach, ob ich schon Ultrigaria hatte oder nicht. Na, wo haben wir denn Ultrigaria? Hatte ich auch schon. Das heißt, ich kann nochmal in den Forest zurückgehen. Und... naja. Nochmal was fangen. So, jetzt habe ich es nämlich. Meine Güte. Was gibt es hier noch für Lino? Slimer. Sehr schön. Und ich nenne ihn einfach Goo. Das englische Wort für Schleim oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Aber irgendwas. Wie auch immer. Forest war es nochmal, ja. Das heißt, wir... haben wir schon gehabt, leider. Gastly natürlich auch schon. Snivolak. Gibt's hier... haben wir schon Taubsi gehabt, ist die Frage. Wenn nicht, dann nicht. Aber gucken wir mal nach. Wenn... sonst da ist jetzt vergeigt. Ich hab's vergeigt, ja. Ich hab's definitiv vergeigt. Egal. Go to another zone. Dann Forest waren wir schon, Marsh, Snow, Wasteland. So. Gut, was haben wir denn hier noch so? Machoro. Ich habe vorher einen Machomai gefangen. Also einen Onyx. Kangama habe ich noch nicht gefangen. Kangama ist geflohen, natürlich. Okay, go to another zone. Ich glaube, wir sind dann die nächste, letzte. Nein, es gibt noch 2. Okay. Desert. Dann gehen wir mal hier rein. Wow, hier ist es heiß. Ibitak. Habe ich schon. Sandama habe ich nicht. Und es ist futsch. Sehr schön. Go to another zone. Yes. Ozean dann bitte. Denn ich habe eh fast keine Wasser-Pokémon. Habe ich schon Goldini. Aber Mantax habe ich nicht. Und es ist futsch. Okay. Okay. Leave the park. Okay, das war jetzt schon mal krass viel, was ich hier gefangen habe. Das heißt, ich muss das jetzt mal alles... darüber transportieren. Warum bin ich Idiot auch auf der Deathbox geblieben? Ah ja, ich muss 2 freilassen. Das wäre einmal Retten und einmal Knofenser. Die sollten nämlich nicht hier sein. Okay, Release. Yep. Und Release. Yep. Dafür das hier, das Teil hier haben wir schon immer. Nein, so. Mein Güte, ich bin schon wieder so verwirrt teilweise. Ich muss die Eier auch nochmal ausbrüten irgendwann, aber... ich möchte einfach sehen, weil ich neugierig bin, aber ich glaube, ich komme sowieso nicht mehr dazu. Ich komme sicher nicht mehr dazu. Ich packe die Eier auch gleich mal hier runter. Und... so. Gut, dann habe ich noch 2 hier. So.
gut, und dann haben wir doch noch das Swag Teil. Gut, dann haben wir schon wieder super Pokémon eigentlich gefangen. Ich möchte gern Raum benutzen noch in diesen LP, falls was drauf geht. Und zwar, falls Dunst drauf geht. Sonst schaut es eigentlich nicht so schlecht aus hier. Ich habe noch ein paar Pokémon, die ziemlich gut sind. Alucard zum Beispiel. Die dann schon eigentlich ziemlich gefährlich sind. Ich habe jetzt 4 Special Attack und 2 physische. Also wenn ein Special Attacker stirbt, dann kommt Alucard ins Spiel. Wenn der King stirbt zum Beispiel, dann kommt Alucard ins Spiel. So. Aber dann habe ich 2 Vierfachschwächen zu Eis und das ist dann auch wieder komisch, aber dafür habe ich 2-3 Resistente gegen Eis. Also, naja, es ist wie es ist. Das war die Johto Safari Zone. Zone. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in die nächste Stadt. Hier. Und zwar Evergreen Town. Okay. Shells Haus. Okay. Die wohnt hier, dann gehen wir mal ihre Mutter besuchen. Oh, hello, dearie. With blonde hair. You must be Hubex, right? Shells told me all about you. Just like my little Silver couldn't stop talking about Ethan all those years ago. Shells, why don't you stay for a bit? Don't you think anything? Quite a long time since die redet immer was anderes. Oh ja, yeah, I might not look it, but there was quite a swing in my day. Oh, I even joined Team Rocket. It's been quite a long time since then, dearie. Hatte zu uns gesagt. Ah, na. Ich hätte gern gesehen, was sie zum Schluss gesagt hat. Ich habe mir eingebildet und stehle nichts. Also, das ist auch mal interessant. Okay. Das ist auch uninteressant, würde ich jetzt mal sagen. Yep. Also hier ist auch nichts zu sehen, das haben wir. Das heißt, wir haben das hier oben schon mal ausgeklammert. Und ich aktiviere das hier mal. So. Das heißt, ich kann dann nachher direkt zum letzten Orden mich teleportieren. Nachdem ich den hier gewonnen habe. Ich glaube, es wird nächstes Mal wieder so Back-to-Back-Geschichte werden. My brother's a Technogeek, so decided to program TMs for a living, but need one of these first. Blank CD. Okay. One, so make sure you choose carefully. If you need a bunch, I hear that about Porygon sometimes have one. Oh, da kann ich die programmieren lassen. Das ist ja cool. Was ist das? Decrease. Increase. Boah, das ist eine gute Frage. Warte mal. Was habe ich denn noch nicht für ein Team? 5? 7? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe doch noch 2, ich nehme 5 und 7 erstmal. Ich weiß, das werden jetzt wahrscheinlich keine guten sein, aber ja. Wow. Warum höre ich die Musik jetzt? Okay, schon besser. Was war das jetzt? Raw. Hat sich ausgezahlt. Egal. Dann brauche ich jetzt 5, habe ich jetzt gehabt, also 7. Das ist TM 7. Schauen wir mal. Hagel. Habe ich noch was? Okay, habe ich nicht. Okay, da okay. Na, Blank CDs. Hier in Evergreen Town. Okay. Oh, Shell ist hier. Oh hey, Hubex, lagging behind again, I see. In case, welcome to my hometown. It's so much nicer than Glenwood Town, don't you think? Oh look, what I have, a knight badge. Just one of my bro, are you going to challenge him now? How about a warm-up battle against me first? Ja, sicher, komm. Dann kämpfen wir mal gegen dich. Ich kann dich doch eh gut zerstören mit meinem Vulkan-ähnlichen Typ. Und das habe ich jetzt wieder übersehen, das war jetzt sehr unklug, denn ich hätte es einfach zu cool wechseln können, einen Hit einstecken können und dann, ja, One-Hit-KO setzen können. Das ist auch gerade echt nicht cool. Da ich langsamer bin, oh, ich bin sogar schneller.
Weißt du was? Ich glaube, es wird nochmal sich eingraben. Oder auch nicht. Das macht mir viel zu viel. Okay, es war ein Crit. Das war ein Crit, das ist okay. Crits sind okay. Solange sie nicht nochmal auftreten. Das war ziemlich cool. Wenn jetzt ein Crit kommt, müsste ich nochmal überleben. Aber das geht sich so auch aus. Okay, gut. Das Teil ist mal down. Dann kommt jetzt Kingdra, Sedra King. Draco. Okay, dann Drachenklaue. Du bist eh schneller. Sehr schön. Es regnet nämlich nicht und das Teil ist down. Meganie. Da King. Sludge Bomb. Und das müsste auch reichen normalerweise. Oder auch nicht. Aber der zweite dafür. Okay. Der King ist auch schon fast Level. Bla bla bla. Absol. Absol kann noch Joghurt machen. Wow. Okay. Jetzt down. Raichu. Ja, das ist auch kein Problem. Das war nicht so schlechte Damage, muss ich gerade sagen. Erstmal. Joghurt. Erstmal hochheilen. Und das macht gar nicht mal so wenig. Ha. Gut. Das könnte reichen. Ist schon wieder zu krass. Erdbeben. Okay, jetzt hat's gereicht. Das war vor allem Min-Damage, also okay, alles klar. Und Shell wurde besiegt. I better head off now. I have lots of training to do before I take on Claire. See you around, Slowpoke. Ja, du mich auch. Du bist hier wieder nicht Champion. So. Okay. Gut, dann müsste ich nochmal aufstocken ein bisschen. Ah, hier gibt's Full Restores, sehr schön. 12 würde ich erstmal sagen. Hyper Potions auch nochmal 3. Super Repels. 6. Und Full Heal habe ich noch genug. Okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bevor ich diesen Part dann noch beende. Oh, hier gibt es mit Cascadien was zu holen. Schätze ich mal. Oh, Evergreen Town Encounter. Und es ist ein... das ist sehr cool. Das ist echt sehr cool. Ich hoffe, es reichen 10 Bälle, um das Teil einzufangen, wenn es nicht... Moment mal. Kannst du nicht Toxin? Kann ich gerade mal gucken? Toxin. Ja, gut. Shift. Toxin. Sehr schön. Okay. Dann müsste es normalerweise gleich mal klappen. Dankeschön. Und es gibt nur einen Namen für ein weibliches Teil. Das habe ich nämlich von einem englischen Let's Player, Pocketuber mehr oder weniger abgesehen. Der Name passt einfach perfekt, finde ich. Klingt auch sehr powerful-mäßig. Wie auch immer. Okidoki, dann sage ich schon wieder Okidoki. Boah, ich bin so altmodisch. Dann gehen wir hier rein und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange die Folge schon dauert. Ich gucke nochmal 28 Minuten. Ja, egal, bei Pokémon, das dauert eh nicht so lang zum Hochladen. Ich mache noch die Arena, aber erst gehe ich nochmal hier runter gucken. Was haben wir denn hier? Captain Scenes House, hier sind keine Dinge, okay. Hello, I'm in charge of organization the surfing races. It's a... Wow. Okay. Okay, ich glaube, dann mache ich doch die Arena nicht mehr. Hallo, was ist denn das hier? On the mark. Go. Okay, wo muss ich denn hin? Das ist die größere Frage. Hallo? Ich glaube, das ist hier, okay. In first place with a time of 1070 seconds. Who wins? You win the first prize. Sea Jewel? Okay, das ist cool. That's all for the surfing race today. Come back soon. Okay, das war cool gerade. Ein cooles Minispiel. Captain Scene's House. Hallo, Captain Scene. Ahoy, they call me Captain Scene around these parts. If you want to get to Rancor, I'm the man for the job. You got a ticket, right? I can't take anybody to Rancor unless they got a ticket or permission from the League. Sorry, kiddo. But it's tough out here, there in Rancor. Okay. Du bringst uns also in die nächste Region. Das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen.
So, und wir gehen jetzt zu Silver, der Psycho-Pokémon hat. Angeblich. Okay, Moment. So. Hier passt alles, hier sind die mutigen Kämpfer. Schauen wir mal, ob wir das schaffen können. Oh mein Gott, was ist das? Seriously? Wow. Okay, die Sterne sind ein gutes Zeichen, dass ich da drüber gehen kann. Ha, boah, das wird jetzt ewig dauern. Eigentlich das ungute Gefühl. Okay. Ha, you really think you're a match for Silver, please. Oh, und Licht. Na gut, das passt jetzt eben. Hundemonen, nochmal Erdbeben, das ist kein Problem für Joghurt und Joghurt hat endlich mal... Oh, ich glaube, ich verstehe es. Die Sterne links und rechts sind quasi Anfang und Ende. Und die schneiden sich hier. Oh, da doch nicht. Ich habe es doch nicht kaputt. Verdammt. Okay, erstmal hier. Das war falsch. Verdammt. Hä? Musste ich jetzt... Hä? Ich verstehe es jetzt gerade wieder nicht. Hallo? Hä? Bin ich jetzt schon wieder ganz dämlich? Hier? Nee. Hä? What the fuck? Okay, ich verstehe schon wieder nicht. Miau. Ah, okay, hier hoch. Hier hoch. Meine Katze miaut, das wird ihr sicher hören. Ich würde sagen, noch. Okay. Hier hoch war es nicht. Was falsch. So. Ich muss mich hier konzentrieren, das ist nämlich behindert mal 3, würde ich jetzt mal erstmal sagen an dieser Stelle. Hallo? Let me see how good you are. Ja, das schauen wir mal und ich würde einfach sagen, Paralyse ist ja schon. Und, wow. Wow. Kill dich mit dem Recoil. Swayless. Dragon Breath, kannst du mich mal. Okay, gut, dann ist es auch Geschichte gerade. So, ich brauche wieder eine Hyper Potion. Okay, dann gehe ich hier längs. Sollte eine Frage. Oh, ich kann hier lang gehen. Okay. So, was haben wir hier? Isn't aus Dairy Floor scary? Das ist in der Tat wahr, weil man weiß nicht, wo man hintreten darf und wo nicht. Gut. So. Jetzt ist echt eine gute Frage. Okay. Das ist echt für den Arsch. Das ist einfach nur nervig noch. Ich meine, es ist zwar eine coole Idee und alles, aber... Nee, sorry. Das ist echt nichts für mich. Das ist die Frage. Oh Gott, das war jetzt wieder sowas von falsch. Wieder hier durch. Okidoki. So, wo muss ich denn jetzt? Das war so. Das war so, das war so. Komm schon. Hier hoch. Hier links. Hier hoch. Hier links. Hier hoch. Die Frage ist jetzt, wohin? Als nächstes. Will vielleicht cutten, weil es hier nicht bald aufhört. Okay. Nerviges Arena-Rätsel. Ganz klar. Kann ich hier noch einen Schritt gehen? Nein, kann ich nicht. Warum ist das Rätsel so nervig? Kann ich da rüber gehen? Nee, kann ich nicht. Meine Katze miaut schon wieder, weil ihr langweilig ist. Aufmerksamkeit. Mal 3. Ich will darüber. Will ich darüber? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Doof. Ha!
habe jetzt aber dafür ein Teil gesehen da oben, die sonst nicht gesehen hätte. Und zwar ist da drüben noch was. Aber what the fuck? Wie komme ich da hoch? Okay, ich weiß nur, dass ich jetzt einen Schritt nach links machen kann, bevor ich runterfalle. Also hier. Ja. Nur. Wie komme ich da rüber als erstes? Das ist mal eine gute Frage. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt doch heraus, vielleicht, eventuell. Keine Ahnung, kann ich hier rüber gehen? Ah, looks like it, okay, gut. They call me Gatekeeper, because I'm Silver's right hand, man. Okay. Wow. Ehrlich jetzt, Kramurks. Geh weg. So. Das war jetzt unnötig, das hätte ich einfach erdbeben können. Mache ich jetzt auch. Okay, wo? Wie komme ich dahin? Ich habe jetzt schon mal einen richtigen Weg gefunden, nur wie komme ich dahin? Kann ich hier rüber gehen? Nee. Try and error, würde ich sagen. Try and error. Meine Katze rennt noch immer hier rum und miaut. Das wird ihr sicher alle hören. Ja, Muki, du bist eine Aufmerksamkeitskatze, ich weiß. Ist hier vielleicht der Weg? Das ist ja gerade echt das ziemlichste, behindertste Rätsel der Geschichte in Pokémon. Wie behindert ist das denn? Jetzt schmeißt sie auch Sachen und ich halte sich aus. Meine Katze nervt gerade tierisch. Aber nein, was sollst du machen? Mann? Okay, ich habe es jetzt herausgefunden. Gut, dann machen wir das mal so. Ich meine, woher soll ich das riechen, dass das funktioniert? Aber okay. Es funktioniert nämlich so. Na, das wäre noch ein langes Try and Error gewesen. Okay, ich würde mal sagen, bevor irgendwas passiert, immer schön speichern und wir hauen jetzt mal Silber einen drüber. I figure out how you'd show up sooner or later, as I'm sure you're aware. I specialize in the dark type. There's just a natural coolness about them, don't you think? But enough of that. It's a battle you came for and the battle you'll get. Silber in gelber Wäsche. Und das ist ein Matchup, das ich jetzt nicht so sehr gern sehe, denn Superpower ist ein... sehe ich möglicherweise schon kommen. Am besten ist jetzt der King, aber ich weiß nicht, ob der King das so gut wegschickt, wenn ich das reinstecke. Naja, das Superpower schon, wenn... Was war das? Oh Gott, Himmelsfeger. Das ist nicht so cool. Aber es one-shottet mit einem Eisstrahl und zwar schneller gut. Der King ist nämlich jetzt Level 70. Weavile, das kann ich, da kann ich schon eher was machen. Kampfattacken habe ich jetzt zwar nicht an mir direkt, aber ich kann mit der King eigentlich Flammenwurf machen, wenn ich einen hätte, habe ich aber nicht. Okay. Ich glaube, das muss ich noch mit Flammenwurf austauschen. Nein. Machen wir einfach Sludge Bomb. Wow. Das habe ich vergessen. Das tut weh. Das tut weh gerade. Das tut echt weh. Fuck. Das war so dumm von mir. So furchtbar dumm. Ich habe nur gedacht, Gift. Okay, passt. So furchtbar dumm. Das war auch gerade sehr dumm wieder mal. Meine Güte.
Milzank, bitte. Steckst du weg wie ein Champion, ich weiß es. Also furchtbar, furchtbar dumm. Könnte ich mich schon wieder selbst schlagen für... Cool. Bitte. Jetzt muss ich wieder einen auf Level 70 trinken. Meine Güte. Absol. Fickt euch einfach. Alle. Alle miteinander. Nee, Blizzard brauche ich nicht. Danke. Umbreon. Nicht jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Damit willst du jetzt auch noch kommen. Fuck you einfach. Wish Protect, Wish Protect, Wish Protect, Wish Protect, man. Was geht das denn los? Danke, dass du jetzt verbrannt bist, wenigstens. Hab ich getroffen? Nee, natürlich nicht. Wish Protect, Wish Protect, Wish Protect, Wish Protect, Wish Protect, Wish Protect. Das Toxic stalkt mich echt hier aus und das ist echt uncool. Danke für den Crit, meine Güte, das ist immer so... Nervig das Teil. Night Badge. Dig outside the battle. Okay. TM46. Ich will nicht wissen, was das ist. Danke. So. Was ist TM46? Raub. Wow. Fuck it. Jetzt ist der King auch down. Das ist ärgerlich. Mal 3. Das war so ein guter Mixed Special Attacker. Naja, was soll's. Sorry, King. Da war nichts. Es war eindeutig meine Dummheit. Ich denke an Alucard. Oder... Kann ich denn noch irgendwas gut gebrauchen? Oder Lassie? Ich weiß, ich habe schon einen Flugtyp, aber ich nehme Alucard. Ich nehme Alucard. Ja. Und ich packe einfach nur noch eins davon dann wieder vor, wie immer. So, du bist der Glückliche. Herzlichen Glückwunsch. So. Gut, dann bin ich mal raus aus der Folge. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.